Staatsräson heißt, wir garantieren, dass dieser Staat Israel, so wie er sich demokratisch definiert und entwickelt, weiter bestehen bleibt. Und im Extremfall, und wir haben jetzt einen Extremfall, das könnte geschehen, wäre auch Deutschland dazu verpflichtet, nicht nur Fregatten oder Drohnen, die sowieso aus Israel kamen, wieder Israel zurückzugeben, sondern aktiv dafür zu sorgen, dass keine Pogrome mehr stattfinden. Das ist wirklich unsere historische Aufgabe, klingt zu groß, aber es ist ein westlich orientierter Staat. Wir haben eine besondere Verantwortung, der müssen wir nachkommen. Und wir sehen, wie schwer sich die deutsche Politik damit tut. Denn in den letzten Jahren wurde kokettiert mit den heldenhaften, romantisierenden Palästinensern. Da wurde Geld hingegeben. Es gab palästinensische Feste, also Palästina mit all dem, was eigentlich zusammenhängt. Wurde, naja, als Stimme des globalen Südens auch mit gefeiert. Und wenn ich dran denke an die Kunstausstellung, die Frau Claudia Roth verbockt hat auf der Documenta, wo es möglich war, dass jüdische Soldaten, jüdische Bürger als Schweine mit Reißzähnen gezeigt wurden, das ist eine solche geschichtsvergessene Sauerei, was da passiert ist. Und da sagte Frau Roth, naja, das war die Stimme des globalen Südens. Deutschland hat ein Problem, einmal mit der Staatsräson Israel das Überleben zu garantieren und einmal mit seiner wirklich verqueren Sympathie für alle revolutionären linken Palästinenser und Araber.